zum nächsten Input, Professor Dr. Johannes Steitle, und der ist sogar hier im Museum am Löwentor, hat an der Universität Bayreuth studiert, ist seit 2003 Professor für chemische Ökologie am Institut für Biologie der Universität Hohenheim und ist tatsächlich und dinglich auch hier bei uns mit dem Vortrag Biodiversität und Artenvielfalt, Bedrohung und Bedeutung. Ich meine, wir alle, und das haben wir ja eben, glaube ich, auch in dem Vortrag schon mal gehört, wissen, dass man vom sechsten großen Artensterben redet, das eben mit diesem Anthropozän letztlich Hand in Hand geht. Professor Steitle, jetzt erstmal ist das Podium Ihres. Vielen Dank für die Einführung und auch nochmal ganz vielen Dank für die Einladung zu dieser tollen Veranstaltung und auch nochmal Gratulation überhaupt für die Idee zu dieser Veranstaltung. Ich glaube, das ist eine ganz tolle und auch wichtige Sache. Also meine Aufgabe hier soll sein, im Prinzip so ein bisschen die Grundlagen zur Biodiversität und Artenvielfalt zu erklären und auch darauf einzugehen, natürlich, was die Bedrohung von Artenvielfalt für uns für eine Bedeutung hat. Und hier in dieser Diskussionsrunde wurde ja immer ein bisschen dazu aufgerufen, dieses Thema eher optimistisch mit positiven Botschaften hier zu verbinden. Ich finde eigentlich, Herr Leinfelder hat es schon eigentlich nicht so richtig gut gemacht. Und Sie sehen es vielleicht an meiner Starterfolie, ich werde es auch nicht hinkriegen, fürchte ich. Also ich möchte mit anfangen, erstmal mit der Frage, was ist eigentlich Biodiversität? Also der Begriff ist tatsächlich gar nicht so alt. Der wurde 1986 auf einer Tagung in Washington geprägt, dem National Forum on Biodiversity. Da steht er auch auf dem Tagungsband drauf. Und definiert ist er als Biodiversität die Summe aller biologischen Variationen von Genen bis zu Ökosystemen. Das ist so die Definition, die ich auch gerne in Lehrveranstaltungen verwende, von Purvis und Hector 2000. Letztendlich wird aber Biodiversität in der Regel über die Anzahl der Arten oder den Artenreichtum gemessen. Das ist eigentlich der Hauptparameter, der da immer verwendet wird. Man kann auch, da gibt es sicherlich auch Studien dazu, die Anzahl der Genen, die genetische Vielfalt zum Beispiel verwenden, die Anzahl der Populationen, auch die Anzahl von höheren Taxa in einem Lebensraum ist relevant. Also gibt es da nicht nur Insekten, sondern auch Vögel und Säugetiere beispielsweise. Die Anzahl der Habitate spielt auch eine wichtige Rolle. Aber in der Regel ist es die Anzahl der Arten. Und die wird dann auch häufig in Form von Diversitätsindizes noch weiter berechnet. Da geht dann häufig noch die Individuenzahl mit ein. So der wichtigste und bekannteste in diesen Diversitätsindizes ist der Shannon-Index. Und was gerne auch noch verwendet wird, ist die sogenannte Evenness, die so eine Gleichverteilung der Arten, der Individuen über die Arten ausdrückt. Warum muss uns Biodiversität jetzt eigentlich überhaupt kümmern? Das zentrale Problem unser zentrales Interesse an der Biodiversität muss darin liegen, dass uns Ökosysteme mithilfe ihrer Biodiversität sogenannte Ökosystemleistungen bieten. Man unterscheidet regulierende von materiellen Werten und nicht materiellen Werten. Also regulierende Ökosystemleistungen wäre zum Beispiel der Erhalt der Lebensräume, Bestäubung, ein Thema, was ja auch häufig diskutiert wird, da kommen wir auch nachher noch drauf, Luftreinhaltung, Klimaregulierung, Wasserreinigung, auch das werde ich nachher noch ein bisschen vertiefen, Bodenbildung, Schädlingskontrolle und so weiter. Materielle Werte sind die Dinge, die wir tatsächlich aus der Natur im Prinzip entnehmen, also Nahrung oder Futter für unsere Nutztiere, Energie, ein ganz wichtiger Punkt, hatten wir auch schon angesprochen, und Materialien wie Holz hier für dieses Stehpult beispielsweise und Heilmittel natürlich auch. Und dann gibt es aber auch nicht materielle Werte, die tatsächlich für uns auch eine ganz erhebliche Rolle spielen. Also wir beziehen ganz viel unserer Lernerfahrung und Inspiration aus der Biodiversität. Wir erholen uns in der Biodiversität, also wenn wir zum Beispiel in der Mittagspause hier im Park spazieren gehen werden, körperliche und psychologische Erfahrungen haben häufig was mit Biodiversität zu tun. Und Biodiversität ist auch identitätsfördernd und stiftend, wenn sich zum Beispiel Australier mit Kängurus identifizieren oder Neuseeländer mit Kiwis.
Und das alles führt letztendlich zu einer Verbesserung unserer Lebensqualität. Wir brauchen für unsere Lebensqualität natürlich Sicherheit bei Nahrungs-, Wasser- und Energieversorgung. Wir brauchen für unsere körperliche und geistige Gesundheit Biodiversität. Da gibt es wirklich auch Studien, die zeigen, dass die Nähe zu Bäumen beispielsweise im Lebensumfeld eine verbesserte Gesundheit zur Folge hat. Wir brauchen es für unsere kulturelle Identität und für Gerechtigkeit und Gleichbehandlung. Und wenn wir auf diese Ökosystemleistungen blicken, dann ist, kann man natürlich als Schwabe sagen, das kostet uns nichts, dann ist es nicht wert. Aber es ist tatsächlich natürlich was wert. Man kann alle diese Leistungen mit Werten belegen. Das ist im Prinzip eine richtige Wissenschaftsrichtung, sowas auszurechnen. Ich habe hier mal so ein paar Werte dargestellt. Wir müssen das gar nicht im Detail angucken. Sie sehen, das sind alles sehr hohe Zahlen im Billionenbereich. Weltweit pro Jahr US-Dollar jeweils für Nahrungsmittel und Rohstoffe, was es uns wert ist, Wasserversorgung, Biodegradation, also der Abbau unseres Abfalls, Bestäubung und Schädlingsbekämpfung und die kulturellen Werte auch, von denen ich gerade gesprochen habe, auch im Wert von 3,8 Billionen US-Dollar. Wenn jetzt diese Biodiversität uns diese Ökosystemleistungen liefert und die offensichtlich auch einen erheblichen Wert haben, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, stimmt das überhaupt? Also kann man das ausrechnen? Und das netteste Beispiel dafür, was ich auch gerne in Vorlesungen verwende, ist das Wasser von New York. Also New York hat sein Wasser über viele Jahre, das ist da unten rechts auf der Abbildung, aus den sogenannten Catskill Mountains bezogen, einem Mittelgebirge in der Nähe von New York. Allerdings in den 1980er Jahren war das dann so weit, dass das Wasser aus diesen Catskill Mountains zusehends verunreinigt war und immer stärker gereinigt werden musste, vor allem durch intensive Landwirtschaft in diesem Gebiet. Und dass sich die New Yorker Stadtväter im Betrieb die Frage gestellt haben, wie geht's weiter? Und dann haben sie ausgerechnet, was kostet die Wasserreinigung, also die Installierung im Prinzip von Wasseraufbereitungskläranlagen im Prinzip, und haben zu dem Wert von 4 Milliarden US-Dollar gekommen und nochmal 0,2 Milliarden US-Dollar für den jährlichen Unterhalt, während die Kosten der Renaturierung 1,5 Milliarden gekostet hätte. Und dann haben sie einfach eine Kosten-Nutzen-Rechnung sich überlegt, okay, das ist viel billiger, und dann ab 1990 die Catskill Mountains renaturiert und jetzt kriegt New York wieder sein sauberes Wasser aus dem Ökosystem Catskill Mountains, also die Ökosystemleistung frisches Wasser, und man kann ziemlich genau ausrechnen, dass das irgendwie so im Bereich von 2,5 Milliarden plus noch die laufenden Kosten sind, also dass es tatsächlich was bringt, einen geldwerten Vorteil. Was benötigen jetzt Ökosysteme, dass sie tatsächlich diese Ökosystemleistungen bringen können? Und da ist eine Hypothese gewesen immer, dass Ökosysteme umso stabiler sind, je mehr Arten sie beinhalten. Und ein Hinweis darauf ist einfach die Beobachtung von oder Vergleich von tropischen Regenwäldern gegenüber Wäldern bei uns oder in den nördlichen Gegenden noch, die häufig deutlich artenärmer sind als diese tropischen Wälder. Und was wir in unseren und auch den nordischen Wäldern gelegentlich oder regelmäßig beobachten, sind im Prinzip Ausbrüche von Schädlingen, also Schädlingen oder Insekten besser gesagt, Borkenkäfern, die dann im Prinzip so ein ganzes Ökosystem komplett erstmal zugrunde richten. Wir sehen hier so einen Wald nach einem Borkenkäferbefall. Und solche Geschichten passieren in tropischen Wäldern nicht, vermutlich aufgrund der Artenvielfalt. Und dann gab es ganz viele Forschungsprojekte zu dieser Frage, bringen mehr Arten, was machen die Ökosysteme stabiler? Und das Ergebnis ist im Prinzip ja. Und es gibt zwei Szenarien, unter denen das passiert. Und die möchte ich jetzt erklären. Das eine Szenario möchte ich vielleicht erklären an einem Dorf. Also wir haben jetzt kein Ökosystem mehr, sondern ein Dorf. Und wir gucken jetzt nicht mehr auf Ökosystemleistung, sondern auf Dorfsystemfunktion. Das könnte zum Beispiel sein, dass wir in diesem Dorf, meinetwegen Dorf auf der Schwäbischen Alb, autark sind und möglichst selten aus dem Dorf rausgehen müssen, um irgendwas zu besorgen. Und diese Ökosystemfunktion wird natürlich davon abhängen, wie viel Geschäfte und Einrichtungen des täglichen Bedarfs in diesem Dorf vorhanden sind. Also wir brauchen sicherlich einen Bäcker, wir brauchen einen Metzger, einen Supermarkt, eine Apotheke, einen Arzt,
ein Friseur, eine Tankstelle, eine Kneipe, eine Gaststätte und vielleicht noch eine Sparkasse oder eine Bank. Und je mehr von diesen Sachen wir haben, desto besser funktioniert dieses Dorf. Und jetzt erreichen wir aber natürlich irgendwann mal einen Punkt, wo vielleicht alles da ist. Und jetzt ist die Frage, brauchen wir jetzt noch mehr? Also wenn jetzt da noch mehr an Bäckern, noch ein weiterer Bäcker in dem Dorf ist oder noch ein weiterer Metzger oder noch ein weiterer Arzt, dann haben wir im Prinzip keine Verbesserung dieser Dorfsystemfunktion mehr. Wir sind also in so einer Sättigungskurve. Aber wir sind in einem Bereich, den man vielleicht als Versicherungseffektbereich bezeichnen kann. Wenn einer dieser Bäcker jetzt krank wird und seinen Laden schließen muss oder alt ist und feststellt, er will nicht mehr um 3 Uhr früh aufstehen, er macht seinen Laden zu, dann ist das System gestört. Und wenn wir einen zweiten Bäcker haben, dann passiert aber für die Dorfökosystemfunktion noch nichts. Und das gilt für alle diese anderen Geschichten. Wenn wir Dinge 2-3 Mal haben, dann haben wir im Prinzip so einen Versicherungseffekt und das ganze System wird störungsunanfälliger, also resilienter. Man kann also sagen, je mehr Arten in so einem oder je mehr Einrichtungen in so einem Dorf oder je mehr Arten in einem Ökosystem sind, desto stabiler und desto resilienter wird so ein Ökosystem. Das ist die eine Möglichkeit, wie Artenvielfalt für Stabilität sorgen kann. Und die zweite Möglichkeit ist nochmal deutlich einfacher. Da geht es nämlich um einzelne Arten, um sogenannte Schlüsselarten. Die Anzahl, die Ökosystemfunktion nimmt sicherlich zu, ein bisschen mit der Anzahl von vorhandenen Arten. Aber dann haben wir eine Art und wenn diese eine Art da ist, dann steigt diese Ökosystemfunktion sprunghaft an und im Prinzip ändert sich dieses ganze Ökosystem. Diese Arten sind häufig Top-Prädatoren, wie zum Beispiel der Wolf. Und da gibt es ein ganz schönes Beispiel aus Nordamerika, aus dem Yellowstone National Park, wo tatsächlich Wölfe ausgestorben waren und wieder eingeführt wurden. Und wir haben ja auf der rechten Seite 3 Fotos von der Landschaft da. Wir sehen 1997 im Prinzip diese Baumreihe und ansonsten im Prinzip Wiesen, die mehr oder weniger kahl gefressen waren. Also die Bäume wurden mehr oder weniger kahl gefressen von den Hirschen dort. Und nach der Einführung der Wölfe wurden die Hirsche reduziert und wir sehen 2001 und dann vor allem 2010, dass sich die Landschaft komplett geändert hat. Wir haben viel mehr Büsche und Bäume, die eben vorher von den Hirschen reduziert wurden, weil der Wolf als Top-Predator das ganze Ökosystem verändert hat. Und mit dieser Veränderung der Baum, der Vegetation, verändert sich natürlich ganz viel auch an anderen anderen Organismen, Insekten und kleinere Säugetiere werden da natürlich auch betroffen. Wir haben also den Wolf als Top-Predator, der tatsächlich eine ganz wichtige Rolle für dieses Ökosystem spielt. Und vielleicht als eine kleine Seitennotiz, weil der Wolf ja auch in uns, in Baden-Württemberg oder in Deutschland sich gerade ausbreitet. Wölfe haben tatsächlich noch eine weitere interessante ökosystemare Funktion. Das zeigt hier eine ganz neue Studie aus Wisconsin. Und zwar bei der Reduktion von Wildunfällen. In Wisconsin breiten sich die Wölfe offensichtlich von alleine aus und man kann zeigen, dass der Prozent an Wildunfällen in den Regionen, wo der Wolf sich ausgebreitet hat, deutlich abgenommen hat. Und das ist tatsächlich zu einer erheblichen Kostenersparnis bei Versicherungen durch diese Reduktion von Unfällen gekommen ist. Und diese Kostenersparnis ist 63 Mal höher als die Kosten, die durch Prädation von Wölfen und die Verhinderung von Prädation von Wölfen auf Haustiere entsteht. Das heißt, wir haben wirklich eine Ökosystemleistung, die man im Prinzip in der Versicherung sehen kann, durch den Wolf auf einer ganz überraschenden Ebene. Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt auch für uns gilt hier in Deutschland, aber zumindest ist es was, wo man mal drüber nachdenken könnte. Also wir haben gesehen, Arten sind nötig für Ökosysteme, dass sie diese Ökosystemleistungen erbringen können. Aber das Problem ist, dass wir ein massives Artensterben haben. Sie haben sicherlich auch kürzlich wieder 2021 den neuesten Bericht für IPBS zur Biodiversität und Ökosystemleistungen gesehen. Man kann sich den auch im Internet runterladen. Hier haben wir eine Abbildung aus diesem Report, das Aussterberisiko verschiedener Artengruppen. Also wir haben verschiedene Artengruppen. Der rote Anteil der Balken sind immer die Arten, die letztendlich ein gewisses Aussterberisiko haben, die also
gefährdet oder stark gefährdet sind. Bei den grauen Anteilen wissen wir nicht genau, wie es ist, sind keine Daten vorhanden. Und bei den grünen Daten haben wir keine Gefahr. Und dann gibt es noch diese blauen Linien, die immer im Prinzip angeben, wie viel Prozent Arten gefährdet sind, vermutlich, weil sie auch in diesen grauen Bereich reinragen. Und das Ganze zusammengerechnet gibt dann im Prinzip 1 Million Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Und die Gründe dafür sind auch alle altbekannt. Das wird ja auch ständig diskutiert. Also Umweltverschmutzung spielt eine ganz wichtige Rolle. Habitatverlust durch Nutzungsänderung, das ist auch wieder so ein bisschen komplizierter Begriff dafür, dass wir zum Beispiel bei uns in der Agrarlandschaft durch diese intensivere landwirtschaftliche Nutzung im Prinzip alle Habitate für Insekten beispielsweise, da komme ich nachher noch drauf, und für Vögel auch zerstört haben durch diese intensivere Nutzung. Die Übernutzung von Arten spielt auch eine ganz wichtige Rolle, insbesondere im marinen Bereich, wo wir im Prinzip keine Fischbestände mehr haben, die nicht übernutzt sind und wo dann tatsächlich zum Beispiel auch die Prädatoren von diesen Fischbeständen leiden. Also wir haben auch ganz massive Abnahmen bei diesen Top-Prädatoren im marinen Bereich, Fischen, großen Fischen und Meeressäugern. Da komme ich auch nachher noch zu einem Beispiel. Und dann haben wir den Klimawandel, der im Moment zumindest im Großteil der Welt wahrscheinlich noch nicht die ganz obergroße Rolle spielt, aber wahrscheinlich demnächst spielen wird. Und eingewanderte Arten und Krankheiten, die auch zusehends zum Problem werden. Wenn wir hier in Mitteleuropa über Artensterben reden, wir haben vorhin auch dieses Ding mit der Umwelt, wo wir mal hinreisen gehabt, dann denken wir, ja, okay, Eisbären, Nashörner oder sonst was. Aber tatsächlich kann man auch als Mitteleuropäer da durchaus in Kontakt mitkommen. Ich war 2005 auf Galapagos und da gab es noch den Lonesome George, die letzte Pinter-Riesenschildkröte auf Santa Cruz in der Darwin-Station, die ich noch angeguckt habe. Ich habe leider kein Foto damals gemacht. Und dann war ich 2012 nochmal mit einer Studentenexkursion in Ecuador, da waren wir auch auf Galapagos, im August 2012. Und da ist Lonesome George tatsächlich wenige Wochen vorher gestorben und das Gehege war leer. Das heißt, ich habe im Prinzip miterlebt, wie diese letzte Pinter-Riesenschildkröte und damit diese Art auf der Welt ausgestorben ist. Und vielleicht noch ein bisschen näher liegend, auch ein Beispiel aus einer unserer Exkursionen, die wir jedes Jahr machen nach Kroatien, eine Marine-Exkursion nach Pula, auf Istrien, wo immer eine Mönchsrobbe noch rumgeschwommen ist, die wir auch gelegentlich gesehen haben. Hier ein Foto, was ich selber gemacht habe, da ist er uns unter Wasser auf uns zugeschwommen, um uns rumgeschwommen. Das war natürlich ein spektakuläres Erlebnis. Dann waren wir 2013, 14, haben wir es auch nochmal einmal gesehen. Und dann im Jahr 2015, als wir wieder da waren, hieß es, ja, die Mönchsrobbe ist leider letztes Jahr im August gestorben. Und damit ist die Population der Mönchsrobben in der Nordadria erloschen. Und wir waren im Prinzip dabei. Wir haben das letzte Tier noch gesehen. Man könnte das auch bei uns beobachten, wenn man die Augen offen hat und tatsächlich schaut. Ein Datensatz, den ich besonders beeindruckend finde, der aber ganz wenig zitiert wird, ist eine Studie, die im Mitgliederheft des Landesbund für Vogelschutz publiziert war von Herrn Potrikus 2013, wo Daten von 1915 aus Bamberg angeschaut wurden. Da gab es einen Herrn Ries, der sich die Vogelwelt Bambergs und des Umlandes angeschaut hat und berichtet hat, was für Vogelarten da vorkommen. Und dann gab es noch eine zweite Erhebung 1957, eine dritte Erhebung 1988 und 2011 noch eine Erhebung von Herrn Potrikus selber. Und wenn man sich allein die Artenliste von 1915 anguckt, dann ist es wirklich das Who is Who der seltenen Vogelarten im Prinzip. Also wenn ich schon das erste, das Auerhuhn, es gab über 100 Auerhahn-Individuen im Großraum Bamberg 1915, Birkhuhn, dann Ortolan, Raubwürger, Schwarzstirnwürger. Also sind lauter Vogelarten, wo wir heute oder wo Ornis heute lange Strecken fahren, um die noch zu sehen. Und die gab es alle in Bamberg. Bei der Erhebung 1957 waren schon 6 Arten ausgestorben. 1988 nochmal 3 Arten und dann im letzten Zeitraum, und das ist jetzt durchaus ein Zeitraum, an den ich mich ganz gut noch erinnern kann, wir haben das vorhin auch diskutiert, dass wir das erlebt haben, im Prinzip 1988 bis 2011, 11 Arten,
die ausgestorben sind. Und es ist sicherlich nicht nur Bamberg, sondern es ist im Prinzip eine Stadt, eine kleinere Stadt in Deutschland. Und das gilt sicherlich für alle Städte, die wir in Deutschland haben. Man kann sicherlich einen ähnlichen Datensatz auch für Stuttgart beispielsweise erstellen. Also Vögel nehmen bei uns auch deutlich ab. Und dann kam die Krefeld-Studie. Sie alle haben von dieser Krefeld-Studie natürlich gehört. 2017 publiziert, wo mit Malaisefallen im Prinzip Insekten gefangen wurden und dann wirklich nur geguckt wurde, wie viel Gramm pro Tag in diesen Fallen drin waren. Hier hat sie leider die Präsentation so ein bisschen zerschossen. Aber man sieht trotzdem das Wesentliche dargestellt hier auf der linken Seite. Die blauen Punkte sind die Fänge 1989 bis 96. Wir sehen, dass wir so im Schnitt ungefähr 10 Gramm pro Tag in den Fallen hatten. Auf der X-Achse aufgetragen sind die Monate. Das kann man jetzt hier nicht mehr so richtig sehen. Also im Sommer haben wir natürlich viel mehr Insekten als im Herbst und im Frühjahr. Und im zweiten Zeitraum, dann 2006 bis 2016, haben wir im Prinzip nur noch einen Bodensatz in diesen Malaisefallen, Flaschen drin, vielleicht 2-3 Gramm im Schnitt pro Tag. Und das ergibt dann ungefähr eine Abnahme von 70-80%. Und wir wissen inzwischen, dass es auch in Baden-Württemberg nicht besser ausschaut. Wir haben ja ein landesweites Monitoring seit 2018. Und die beiden Werte von 2018 und 2019 liegen tatsächlich im Bereich der Krefelder Daten von 2006 bis 2016. Also wir haben auch in Baden-Württemberg offensichtlich zu wenig Insekten. Und ein weiterer ganz wichtiger Datensatz in dem Kontext sind die Daten der Biodiversitätsobservatorien, der DFG aus Standorten nördlich von Berlin an der Schorfheide, in der Nähe von Göttingen im Hainich und hier auf der Schwäbischen Alb von Münsingen, wo man auch sehen kann, dass die Biomasse um 67% bei Insekten abgenommen hat, wobei auch Arthropoden generell, also Spinnen da auch mit reinzählen, 78% in der Artenzahl, Individuenzahl und 34% in der Artenzahl. Und das Überraschende und auch Erschreckende an dieser Studie von der DFG-Observatorien war eben, dass auch im Wald massive Abnahmen von -41% bei der Biomasse und 36% bei der Artenzahl zu beobachten sind. Und so gibt es immer wieder neue und neueste Arbeiten zur Abnahme der Insekten in Deutschland, in Europa und auch weltweit. Und die neueste, von der Sie vielleicht auch schon in der Presse gehört haben, von einem Citizen Science Projekt Bugs Matter, wo im Prinzip die Insektenflecken auf Nummernschildern in Großbritannien mit Hilfe von einer App beurteilt wurden. Und auch da sieht man, dass die Flecken, also die Anzahl der Nummernschilder, der Insekten auf den Nummernschildern von 2004 bis 2021 um 58% abgenommen hat. Also auch hier massive Abnahmen. Und das ist deswegen sehr, sehr beunruhigend, weil Insekten in Ökosystemen 70% aller Arten ausmachen und natürlich an den wesentlichen Ökosystemleistungen beteiligt sind. Zum Beispiel an der Erzeugung unserer Nahrung in Form von Bestäubung. Wir sehen hier verschiedene Pflanzenarten und von wem sie bestäubt werden. Honigbienen spielen da schon eine wichtige Rolle, sind aber nicht die wichtigsten. Also wir sehen hier die blauen Teile der Balken sind Wildbienen, die gelben Teile der Balken sind Schwebfliegen. Also die spielen auch noch eine ganz wichtige Rolle und es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Insekten, die da ganz essentiell sind. Also wir hängen von Insekten bei der Nahrung ab. Wir hängen aber auch von Insekten bei der Luft ab, die wir atmen. Und zwar deswegen, weil diese Luft, der Sauerstoff natürlich vor allem von Landpflanzen produziert wird. Da gibt es unterschiedliche Daten, so zwischen 50-90%, je nachdem, wie groß man den Einfluss oder den Beitrag von Algen, marinen Algen mit einschätzt. Aber auch 50% ist natürlich ein großer Wert. Und das wird vor allem durch Angiospermen erzeugt. Die Pflanzengruppe, die den größten Anteil hat, das sind hier auf diesem Kuchendiagramm die gelben und orangen Bereiche, also bedecktsamige Pflanzen, vielleicht noch als Ergänzung. Und 88% dieser Angiospermen, das sind die gelben, ist dieser gelbe Bereich dieses Kuchens, sind tierbestäubt. Das sind in den Tropen zwar auch gelegentlich Vögel und Fledermäuse,
aber bei uns ausschließlich Insekten. Und wenn diese Bestäubung durch Insekten nicht mehr passiert, dann gibt es im Prinzip keine Pflanzen mehr, die unseren Sauerstoff produzieren. Und das dritte Grundbedürfnis, was wir haben, ist frisches Wasser. Und auch das hängt von Insekten ab. Sie alle kennen vielleicht dieses Phänomen der Selbstreinigungskraft der Gewässer. Also wenn wir unterhalb einer Kläranlage den Einfluss von Wasser sehen, dann ist das Wasser eher so ein bisschen trübe, enthält sehr viel Phosphat, sehr viel Stickstoff. Und wenn man dann aber ein paar hundert Meter weiter guckt, ist das Wasser plötzlich klar, weil der Stickstoff durch die Prozesse in diesen Gewässern entfernt bzw. in atmosphärischen Stickstoff umgewandelt wurde und entwichen ist. Dieser Prozess der Denitrifikation hängt nun ganz stark von Insekten ab, die in diesen Gewässern leben, zum Beispiel von Chironomus-Larven, also Zuckmückenlarven, die unten im Boden, im Substrat der Gewässer leben und an der Denitrifikation beteiligt sind. Die Abbildung kann man jetzt leider überhaupt nicht mehr sehen. Also da müsste jetzt eine steile Kurve drin zu sehen sein, wo man sehen kann, dass die Menge an Stickstoff deutlich zunimmt, je mehr Chironomus-Larven im Substrat vorhanden sind. Also auch da hängen wir von Insekten ab. Wir hängen von Insekten bei der Nahrung ab. Wir hängen von Insekten beim Sauerstoff ab. Wir hängen von Insekten beim Wasser ab und Insekten gehen zurück. Und dass es auch im Wasser passiert, da hatte ich jetzt noch keine Daten gezeigt, aber das ist tatsächlich ein Datensatz, auf den ich erst kürzlich aufmerksam gemacht wurde, vom Breitenbach in Hessen, wo man sehen kann, dass auch da in einem Zeitraum von 41 Jahren, in dem da gemonitort wurde, der Individuenzahl um 81,6% abgenommen haben. Das heißt, die Ökosysteme und die wesentlichen Treiber in diesen Ökosystemen, Insekten gehen zurück und ökosystemare Leistungen sind in Gefahr. Und dass sie tatsächlich nicht mehr geliefert werden, möchte ich jetzt an einem ganz anderen Beispiel zeigen, einer anderen Tiergruppe außer den Menschen, die auch noch ein großes Interesse an Insekten haben, nämlich Vögeln. Und da gibt es eine ganze Reihe von Daten weltweit, aber auch für Deutschland hier, dass auch Vogelarten zurückgehen. Ich habe hier mal aus lokalpatriotischen Gründen eine Studie vom Bodensee, wo im Prinzip regelmäßig gemonitort wird. Also um den ganzen Bodensee herum wurden seit vielen Jahren, Jahrzehnten die Brutpaare bestimmt, gemessen im Prinzip. Und man sieht, dass die Brutpaare um 25% im Zeitraum von 1980 bis 2010 zurückgegangen sind. Also wir haben einen massiven Rückgang und wenn man sich die Daten ein bisschen genauer anguckt, kann man sich auch anschauen, wo kommen vor allem diese Vogelarten vor, die zurückgegangen sind. Und dann sehen wir hier auf der linken Seite verschiedene Lebensräume, Wald, Kulturlandschaft, Siedlungen, Feuchtgebiete. Rote Anteile sind wieder die Vogelarten, die zurückgegangen sind. Und dann sehen wir, dass vor allem in der Kulturlandschaft viel rot ist. Also da gehen ganz viele Vogelarten. Können Sie mich wieder hören? Geht so. Dann stellen wir fest, das sind vor allem solche Vogelarten, die Landwirbellose fressen, also auch wieder im Prinzip Insekten, vielleicht noch Regenwürmer, Wasserwirbellose, also auch wieder Insekten und Fluginsekten, also die, die zurückgehen. Und interessanterweise auch die Vögel, die Samen fressen und diese Samen werden durch Bestäubung von Pflanzen erzeugt. Also auch wieder eine Nahrung, die von Insekten abhängt. Wir sehen also im Prinzip an diesem Datensatz, dass die Ökosysteme ihre ökosystemare Leistung jetzt für Vögel im Prinzip als Nahrung zu dienen, nicht mehr erfüllen können. Oder so.
auch für alle anderen Ökosystemleistungen, von denen wir gerade gesprochen haben. Dieser IPBS-Report hat sich auch angeguckt, inwieweit diese Ökosystemleistungen noch erbracht werden von den Ökosystemen. Und wir sehen hier jeweils diese Leistungen mit einem Pfeil daneben und ein Pfeil, der nach unten zeigt, heißt natürlich, dass diese Ökosystemleistung im Prinzip nicht mehr so richtig erbracht werden kann. Wenn er schräg ist, wird sie vielleicht so ein bisschen noch erbracht, aber wir sehen im Prinzip nur Pfeile, die nach unten oder schräg nach unten zeigen. Das heißt, unsere Ökosysteme sind nicht mehr in der Lage, diese Ökosystemleistungen, von denen unsere Lebensqualität abhängt, tatsächlich zu erbringen. Und jetzt muss man sich fragen, ja, warum passiert da nichts? Warum wird da nichts gemacht? Wir haben ja ganz viel da jetzt auch drüber geredet, dass jetzt der Zeitpunkt sei, was zu tun. Aber tatsächlich ist der natürlich schon viel früher gekommen. Und es gibt ja auch regelmäßige Treffen. Zum Beispiel wurde da in Nagoya 2010 bei so einem Treffen, wurden die sogenannten Aichi, die Biodiversitätsziele definiert. Aichi ist eine Provinz da in Nagoya, wo das offensichtlich stattgefunden hat. Das sind insgesamt 20 Stück. Ich habe hier nur mal so eine Auswahl oder eine Zusammenfassung dieser Biodiversitätszielelemente gemacht. Und bei diesem Bericht 2021 wurde geguckt, inwieweit diese Zielelemente tatsächlich erreicht werden oder wie die Fortschritte da sind. Und da stellt man fest, das schaut gar nicht so gut aus. Bei der Frage, dass das, oder bei dem Ziel, die, das Bewusstsein für Biodiversität und Maßnahmen für Biodiversität in der Bevölkerung zu verankern, sind die Ziele nur mäßig erreicht worden. Bei der Berücksichtigung von Biodiversität in Planung und Berichterstattung schaut es auch nicht gut aus. Schlecht bis mäßige Erreichung. Subventionen und Anreize für Biodiversität, nachhaltige Produktion und Nutzung von Biodiversität, Reduzierung von Habitatverlusten und Fragmentierung sind auch ganz schlecht oder werden nicht erreicht im Prinzip. Bei der nachhaltigen Nutzung in Land, Forstwirtschaft und Fischerei sieht es auch zwischen mäßig und schlecht aus. Verschmutzung und Nahrungsüberschuss auch schlecht. Die einzigen beiden Punkte, wo es positiv ausschaut, ist bei invasiven Arten, die immerhin priorisiert werden, aber auch tatsächlich nicht erfolgreich bekämpft werden können auch wahrscheinlich. Und bei der Ausweitung von Schutzgebieten sieht es immerhin so zwischen mäßig und gut aus. Aber der Rückgang und das Aussterben von Arten ist nach wie vor ungebremst. Und auch bei der genetischen Vielfalt schaut es nur mäßig gut aus. Wir haben ja vorhin hier gehört, dass die Frage ist, wann fängt das Anthropozän eigentlich an? Man kann sich natürlich auch die Frage stellen, wann hört das Anthropozän auf? Also meine pessimistische Aussicht auf die Dinge ist, dass man das Ende des Anthropozäns daran erkennen wird, dass es eine Welt ohne Biodiversität sein wird. Aber wahrscheinlich auch ohne Menschen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Professor Steine. Der Schluss war natürlich ein Hammer. Ich hoffe, dass es so nicht endet. Meine Vorstellung war ja immer, dass der Marker sozusagen in der Geologie kann ja auf zwei Arten enden, vernünftigerweise. Einmal so, wie Sie gesagt haben, also ist dann einfach Schluss mit Atomen und Fossil und Fossile verbrennen, weil die Menschheit untergegangen ist. Die Alternative wäre, es bleibt eine dünne Schicht, weil wir es uns besser überlegt haben und es besser hingekriegt haben. Das wäre ja sozusagen der positive Ausgang des Ganzen. Kommen Sie zu mir rüber am besten hier, da wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ja, und vielleicht Sie schon mal an den zweiten Tisch. Bevor wir eine kurze Pause einschieben, für alle, die einfach mal eine Pause haben müssen, aus den unterschiedlichsten Gründen, was gut nachvollziehbar ist, vielleicht noch Fragen zu dem Vortrag selbst, weiß ich nicht, von Professor Steitler, ob es da welche gibt. Ich habe eine Menge gesehen, was sich tut. Da geht es aber mehr um allgemeine Dinge. Ja, Friedemann Schelt schreibt, dass er die Hoffnung hatte, dass durch die Corona-Einschränkungen ein bisschen sich die Situation auf der Welt verbessert, aber angesichts des aktuellen Ausstiegs bei den Touristenbuchungen, Flugbuchungen, sei dem wohl nicht so, ja, ganz so schnell gehen Veränderungen halt auch nicht, scheint es. Wir können mal ein Stück vielleicht nach unten fahren, dann sehe ich da noch ein bisschen mehr. Das beantworten wir gleich noch, weil es andere Dinge betrifft, glaube ich. Ich würde dann an Sie vielleicht noch mal das Letzte aufgreifend.
Sie haben bei den Nagoya-Zielen ja gezeigt, da sieht es ja interessanterweise gerade bei den Schutzgebieten so schlecht nicht aus. Und das ist ja was, worauf die Öffentlichkeit sich unglaublich kapriziert. Ja, ja. Nach dem Motto, wenn wir genug Schutzgebiete ausweisen, 30% Schutzgebiete, dann ist alles gut. Aber da funktioniert es, man weist aus, aber offensichtlich... Ja, aber wir sehen, dass diese Schutzgebiete im Prinzip ihre Funktion auch nicht erfüllen können. Also die Daten der Krefeld-Studie stammen ja aus Schutzgebieten und wir haben da massive Abnahmen. Und da gibt es auch weitere Daten, die im Prinzip zeigen, dass Schutzgebiete letztendlich in der Form, in der sie stattfinden, nicht ausreichen. Das hat sicherlich verschiedene Ursachen. Also die Krefelder vermuten zum Beispiel, dass der Pestizideintrag ist, auch durch die Landwirtschaft, die nach wie vor auch in diesen Schutzgebieten erlaubt ist. Aber es gibt sicherlich auch noch eine Reihe von anderen Ursachen, die im Prinzip zeigen, dass die Schutzgebiete allein das wahrscheinlich nicht retten werden. Ja. Also da braucht es flächenhaft. Also es geht, also es ist ein ganz großes Problem bei Schutzgebieten ist, dass es im Prinzip isolierte Inseln in einer Agrarlandschaft sind. Und wir wissen, da gibt es einen Forschungsbereich, der heißt Inselökologie. Da geht es wirklich um Inseln im Ozean, die natürlich völlig isoliert sind. Und dann geht es um die Fragen, wie viele Arten leben da, von was hängt es ab, näher zur nächsten Insel und solche Geschichten. Und diese Erkenntnisse aus dieser Inselökologie sagen uns, dass das ganz schlecht ist, wenn wir eine Insel haben, die weit in einem Meer von Agrarlandschaft isoliert ist von anderen Lebensräumen. Das heißt, wir brauchen ganz dringend Vernetzung von diesen Inseln, damit die Tier- und Pflanzenarten dahin wandern können. Da gibt es auch verschiedene Konzepte. Auch in Baden-Württemberg sind wir da sogar relativ weit mit der Idee der Vernetzung. Aber im Prinzip müssen wir alle diese Naturschutzgebiete oder was ganz stark miteinander vernetzt haben, damit die sich austauschen können und keine isolierten Populationen entstehen, wo dann Inzucht passiert, was wir zum Beispiel aus europäischen Königshäusern kennen, die dann alle aussterben. Und das passiert auch, ganz das Gleiche passiert wirklich mit Insekten und Pflanzen, dass die dann einfach aussterben, weil sie eben durch Inzuchtereignisse irgendwelche Krankheiten akkumulieren genetisch und dann aussterben. Und das Zweite, das finde ich gerade in der aktuellen Debatte und gerade im Südwesten so wichtig, diese Studie zu den Wölfen und den Unfällen. Ja. Das ist ja unglaublich, weil es an den Blick weitet, ja, welche Zusammenhänge es überhaupt gibt, auf die wir nie gucken. Wir starren wirklich wie das Kanickel auf die Schlange, auf den Wolfsbiss, die Schafe, die gerissen werden. Schlimm für die Betroffenen, gar keine Frage. Aber solche Weiterungen, die Komplexität. Also da gibt es wirklich ganz spannende Daten, gerade der Rolle von so Top-Prädatoren, wo man sich fragt, ja, spielt das jetzt eine Rolle, ob da der Wolf da ist oder spielt das eine Rolle, ob da Tiger da ist. Die Jäger, sagen wir uns doch immer. Es gibt zum Beispiel auch eine Arbeit, die zeigt, dass in Afrika der Schulbesuch durch, ich glaube es war Maasai-Kinder, verbessert wird, wenn die Löwen da sind, weil die Löwen dafür sorgen, dass die Hyänen reduziert werden oder dass die Hyänen nicht so frech werden und die Maasai-Jungen dann nicht so viel auf ihre Kühe aufpassen müssen, sondern mehr zur Schule gehen können. Also ganz komplizierte Effekte, indirekte Effekte, die durch sowas passieren können, die letztendlich auch nicht vorhersagbar sind natürlich. Letztendlich zeigt es, man muss die Ökosysteme am besten so erhalten, wie sie sind, weil so funktionieren sie eben. Ganz großartig. Ich glaube, das hilft uns sehr viel weiter. Gibt auch von Karl Beckmann. Toller, anschaulicher Vortrag. Vielen Dank. Bietet leider wenig Anlass zur Hoffnung. Aber das hatten Sie am Anfang schon gesagt. Ich hoffe, wir finden noch Wege, Hoffnung zu verbreiten. Und da bin ich auch zuversichtlich. Da kommt eine Frage von Anonymous wieder. Schutzgebiete sind hier bei uns Hotspots der Erholung. Haben Sie einen Vorschlag, wie diese unterschiedlichen Ökosystemleistungen versöhnt werden können? Also wir brauchen da Schutz für die Arten, möglichst keiner rein, aber es sind ja auch Erholungsfunktionen, die wichtig sind. Kriegt man das unter einen Hut? Ja, ich denke einfach durch eine nachhaltige Nutzung. Das ist ja das große Problem, dass wir in allen Bereichen, wo wir die Natur nutzen, das nicht nachhaltig machen. Der Wald ist vielleicht die einzige Ausnahme, weil das da auch eine ganz lange, jahrhundertelange Tradition hat. Da sind die Förster schon sehr früh drauf gekommen, dass man eben Bäume nachpflanzen muss, wenn man in 100 Jahren nochmal welche fällen will. Aber in den ganzen anderen Bereichen wird es im Prinzip eigentlich nicht betrieben. Und ich denke, wenn wir in diesen ganzen Nutzungsformen zu einer nachhaltigen Nutzung kommen,
dann haben wir auch letztendlich diese nicht materiellen Ökosystemleistungen. Dann können wir uns an der Natur auch noch erfreuen, weil sie auch noch da ist im Prinzip. Und beim Wandern eben auf den Wegen bleiben, ja, zum Beispiel, ja, ganz banal. Das ist ja Teil dieser Koexistenz. Ja, ja. Wie stehen Sie zu der These, fragt Stefan Kress, dass Biodiversität wie ein Immunsystem der Erde wirkt und damit auch den Menschen vor Krankheiten schützt? Gab es ja im Kontext mit Corona sehr viele Arbeiten. Ja, klar, so kann man die Sache auch sehen, sicherlich. Also und wir sehen auch, dass, das hatte ich auch angesprochen, dass die Nähe zu Biodiversität, also zu Bäumen, zu Natur, die Menschen gesünder macht. Also da gibt es wirklich Daten, die das zeigen. Und da war ja auch die These, dass, glaube ich, die Fledermäuse, von denen haben Sie gesprochen, die ja sehr wichtig in Südamerika sind, durch Raubbau in den Wäldern, in die näheren Regionen, also Menschen, die Menschen rücken sozusagen der Natur auf den Pelz, Und das ist dann der andere Punkt, dass wir im Prinzip durch die Veränderung unserer Lebensumwelt im Prinzip die Natur zwingen in unsere Nähe. Und dann im Fall von Fledermäusen kann das leicht nach hinten losgehen, weil die eben offensichtlich beladen sind mit allen möglichen Viren, mit denen wir leider nicht zurechtkommen, sie selber schon. Ja, so ist das. Ich will, bevor wir die Pause machen, noch ganz kurz Professor Krugmann und Herrn Eick nochmal ansprechen, weil das ist jetzt weg, aber es gab zwei oder drei Statements, die sich auch bezogen haben auf das Bevölkerungswachstum. Also wir haben ja in all den Vorträgen jetzt sehr viele Probleme angesprochen, aber das ist natürlich eines, das ist oft so der Elefant im Raum, der rosa Elefant, über den niemand redet. Seit Malthus und dem Wettlauf zwischen Storch und Flug sicherlich eine Rechengröße in all diesen Dingen. Warum ist das so schwierig, das sozusagen in solchen Szenarien einzupreisen? Es ist so schwierig, weil es eigentlich das materialisiert, was uns schwerfällt, dass wir nämlich ganz viele Sachen neu denken müssen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, jetzt dürfen wir überhaupt keine Kinder mehr bekommen, weil natürlich die nächsten Generationen die Schlüssel entwickeln werden, hoffentlich mit den Lösungen, die wir jetzt hoffentlich auch vorbereiten, das Ruder rumzureißen. Also wir brauchen weiterhin kluge Köpfe, und ich persönlich gehöre auch zu den Naturwissenschaftlern, die Menschen so sehr mögen, dass ich mir eine Welt ohne Menschen gar nicht vorstellen kann. Das ist auch meine persönliche Motivation. Es gibt ja durchaus auch Naturwissenschaftler, haben Sie ja auch am Anfang haben wir das gesehen, die sagen, es ist doch super, wenn der Mensch weg ist, dann kann sich alles erholen. Also zu denen gehöre ich nicht. Trotzdem müssen wir natürlich überdenken, haben wir nicht auch viel zu viele Anreize, die es vielleicht immer noch nicht, oder haben wir auch viele Systeme, die es nicht in idealer Weise allen ermöglichen, sagen wir mal, wenn sie die Anzahl ihrer Kinder reduzieren wollen, zu reduzieren. Wir kommen da natürlich in ganz schwierige Themenbereiche. Moralische Debatten. Ne? Moralische Debatten rein. Aber ich glaube, wir müssen uns dieser Frage stellen. Ich meine, in Deutschland gibt es das Beamtensystem, wo man, je mehr Kinder man bekommt, gibt es irgendwann sogar noch den Bonus, ich glaube, ab 4 Kindern. Da müsste man natürlich schon sagen, ist eine Zahl von 4 oder auch eine Zahl von 10, ist das eine gute Idee. Aber das sollte aus meiner Sicht den Menschen selber überlassen werden. Umgekehrt fände ich es aber auch traurig, wenn im Rahmen der Technologisierung und dieses immer mehr Arbeiten, immer mehr Stress, immer mehr erreichbar sein, schwierige Verhältnisse, gerade im akademischen Bereich, dass die Leute gar keine festen Stellen mehr bekommen. Das führt ja auch oft zu dem Gegenteil, dass es sich schon fast ausschließt. Also wir brauchen familienfreundliche Strukturen und ein Bewusstsein, dass wir uns über das Thema Bevölkerung Gedanken machen müssen, aber auf keinen Fall zu irgendwelchen gesetzlichen Lösungen, die sagen, es darf jetzt jeder nur noch so und so viele Kinder bekommen. Ja, aber es ist natürlich schon problematisch, dass man, sobald man diese Diskussion anstößt, sich im Prinzip politisch ins Total ausmanövrieren kann. Also es gibt keine Partei, die letztendlich sagt, wir sollten vielleicht weniger Kinder kriegen. Das würde der Tod jeder Partei. Und letztendlich hat es biologische Ursachen. Und das ist ganz glasklar. Wir sind alles natürlich Lebewesen, und die Evolution hat uns alle so gemacht, dass wir Nachkommen kriegen wollen. Es geht darum, unsere Gene in die nächste Generation zu kriegen. Das ist die Triebfeder der Evolution. Und wir sind alle daraufhin selektioniert, das zu machen. Und deswegen haben wir alle dieses Interesse. Und jetzt zu sagen, das ist aber keine gute Idee, das ist politisch und gesellschaftlich leider ganz schlecht.
Aber Herr Eick, ist das nicht auch deshalb ein Problem, weil das ja keine Debatte ist, die wir in Deutschland führen? Wir haben ja eher eine sinkende Bevölkerungszahl, sondern weil wir hier in die Position kommen, dass wir anderen erzählen müssten, dass sie einen anderen Weg zu gehen hätten. Ganz genau. Also im Grunde, die Bevölkerungsproblematik ist keine deutsche oder europäische Problematik. Genau. Da schrumpfen ja überall eher die Bevölkerungszahlen. Global gesehen haben wir natürlich Regionen, sagen wir in Afrika und in Asien, mit nach wie vor ganz starker Dynamik. Und da ist es natürlich schwer, jetzt aus der europäischen Perspektive zu sagen, ihr müsst aber, ja, ihr müsst weniger Kinder haben, ihr müsst euch einschränken und ihr müsst weiterhin für uns alle Rohstoffe nach Norden schicken. Die Bill Gates Stiftung tut das ja und erntet viel Kritik. Kritik damit, ich finde, moralisch verständlich. Absolut. Und wir haben jetzt auch lang genug sozusagen diesen Ländern unseren Willen aufgedrückt, indem wir im Prinzip in Zeit des Kolonialismus sozusagen unseren maximalen Vorteil rausgezogen haben. Und da ist auch verständlich, dass die Länder sagen, nee, jetzt wollen wir auch mal unser eigenes Ding machen. Auf der anderen Seite gilt es natürlich in der globalen Welt, und wir haben vorhin auch gesehen, wie alles miteinander vernetzt ist, sozusagen ein Gesamtbewusstsein zu entwickeln, weltweit, dass wir merken, okay, wir müssen aus bestimmten Verhaltensweisen aussteigen. Und es zeigt sich ja, bei uns war es ja früher, sagen wir vor 100 Jahren auch so, dass die Familien viele Kinder hatten, hohe Kindersterblichkeit, geringer Bildungsgrad etc., dass in den Ländern, wo der Wohlstand ein Stück weit steigt und auch die Bildung Einzug hält, dass da auch die Geburtenraten zurückgehen und sich das Ganze stabilisieren kann. Also das ist zumindest ein Schlüssel. Rolle der Frau spielt einen ganz wesentlichen Faktor. Ne? Und da haben wir viele Bausteine, wo man was verändern kann. Aber eben diese neo- oder postkolonialistische Haltung ist eben ganz schwer politisch vermittelbar. Deswegen also ein Minenfeld, wenn man so will, in dieser politischen Diskussion. Wir diskutieren es trotzdem in aller Ernsthaftigkeit, weil es Teil des Problems ist. Also ich finde schon, dass es auch in Deutschland immer mal wieder aufploppt als Diskussionspunkt, die Bevölkerung in Deutschland. Aber andersrum, dass es heißt, es gibt zu wenig Deutsche. Wir müssen mehr Deutsche produzieren und wir werden überschwemmt von Leuten aus anderen Ländern, die nach Deutschland kommen. Und das finde ich wirklich völlig unangemessen. Also, und das machen alle möglichen Parteien tatsächlich. Und das ist völlig unangemessen. Wir können uns im Prinzip freuen, dass wir uns nicht so stark reproduzieren wollen. Die Rentenzahler, das ist natürlich auch ein System, was das ganz problematisch ist, was das fördert. Die kommen halt aus anderen Ländern, die müssen wir dann halt integrieren und dann ist das ganz okay. Aber dass wir jetzt sagen, wir müssen unbedingt mehr Deutsche produzieren, das kann ich angesichts der Weltsituation mit dem Bevölkerungswachstum wirklich nicht sehen. Gut, danke dafür, dass es auch noch klargestellt ist. Sie sehen, wir weichen keiner Debatte aus und wenn sie noch so heiß ist, letzte Frage, bevor wir Pause machen. Oh ja, weil sie noch mal an Sie geht, Professor Scheidle, Datenerhebung in Diskussion, also Frage zu Datenerhebung in Diskussionen zum Thema Rückgang Artenvielfalt bekomme ich oft zu hören, die haben halt nicht richtig geschaut in ihren standardisierten Verfahren. Die Experten oder Taxonomen sind ja tatsächlich rar. Was würden Sie da entgegnen? Also dass das einfach nur ein Messfehler ist. Ja, ach so, nein, das ist kein Messfehler. Das sind lauter, weil es zu wenig Fachleute gibt, die das ja, überhaupt beurteilen können. Aber die wenigen Fachleute, die das beurteilen können, die sind an diesen Studien beteiligt. Also das sind wirklich die Top-Wissenschaftler, die da dran arbeiten. Also brauchen wir keinen Zweifel zu sehen. Sagen Sie einfach, das ist sicher belegt, geht an Amateur, der uns da geschrieben hat.